Moin Moin von der Automeile in Neustadt. Die wievielte Automeile ist das? Die sechste Automeile. Ich bin Sven Mucho, neben mir steht Andrea Brunhöber von der Hafenheimat im Stadtmarketing Neustadt. Und die Batterie ist leer, das ist schön. Und natürlich Markus Hagen vom Autohaus Nissan. Wir wagen jetzt einen kleinen Messerundgang und lassen uns die Einzelheiten, hätte ich fast gesagt, die Highlights der einzelnen Autohäuser zeigen. Ja, moin, Herr Hagen. Moin. Sie sind ja bei der zur ersten Automeile schon dabei gewesen. Und genau. Wir stehen jetzt hier vor einem ganz besonderen Auto. Ich habe gehört, Sie haben auch das Thema Elektromobilität mit im Gepäck. Genau, das ist bei uns wieder ein Thema, was wir zwar schon etwas länger behandeln, aber was immer mehr ein Thema wird. Und wir haben den Nissan Leaf, wo wir jetzt mit einer Reichweite von 250 Kilometer wirklich schon einen tollen Wert haben von der Reichweite. Und ja, haben dann noch den EMV 200. Der hat natürlich noch mal nicht mal knapp unter 200 Kilometer Reichweite, aber ist dann wirklich auch mal zur Lieferung oder Personenbeförderung ist es da möglich. Und das ist schon, denke ich, da hat der ENV noch so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal, und da sind wir auf einem guten Wege. Wir bekommen jetzt auch eine Elektro-Schnellladestation bei uns und ja, wollen uns mit dem Thema mehr auseinandersetzen, wo wir jetzt eben auch die staatliche Förderung noch haben, und gehen das Thema noch mal richtig, richtig interessant an. Der Mann kennt seine Argumente, ne? Ja. Und natürlich hat die Firma Hagen auch alle anderen Modelle vor Ort, richtig? Genau. Vom kleinsten Micra angefangen und hoch bis zum neuen Nissan Navara. Und wir sind gewappnet, haben auch einen schönen Juke hier in Knallrot. Das ist auch eine Farbe, die wieder so ein bisschen mehr ins Leben rückt. Und haben gerade so ein bisschen festgestellt, dass auch viele Frauen das gerne mögen. Wir haben ein schönes Panoramaglasdach zum Aufschieben. Und ich denke, wir sind gut gerüstet, um unsere Kunden willkommen zu heißen. Ja. Herr Hagen, vielen Dank. Gern geschehen. Geschäft, ne? Danke bis später. Sehr. Ja, bis später.